So, lasst euch nicht vom Wetter nerven. Das passt zu den Zuständen hier und wir sind ja da, um dagegen zu protestieren. Wir haben zur Auflockerung eine kleine Abwechslung für euch parat. Ich gebe das Mikro an Chir. Okay. Hört auf den Schultern von anderen zu leben. Hört zu, denn es kann auch einen anderen Weg geben. Hört hin, wenn Betroffene über sich reden. Steht auf, es ist Zeit, sich zu erheben. Die Jahre vergehen, jetzt sind's über 10. Der Verfassungsschutz hat zugesehen, wie NSU-Mörder Verbrechen begehen und unseren Leuten das Leben nehmen. Die Politik sagt, es sind Fehler geschehen. Komplizenschaft wird übersehen. Und jetzt wollen sie die Fakten verdrehen und sagen, Muslime sind das Problem. Habt ihr Heinz den Hassprediger gesehen? Er reiht sich ein in das System. Trittbrettfahrer von Sarrazin will mal eben Kohle an Land ziehen. Wer wird Buschkowski erziehen? Wer wird die Buschkowskis erziehen? Wer wird die Sarrazins erziehen? Wer wird die Broders erziehen? Wer wird die Kelleks erziehen? Wer wird die Balges erziehen? Wer wird die Schäubles erziehen? Wer wird die Merkels erziehen? Okay, jetzt kommt ein Rap von mir. Genau. Ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen. Dir geht's nicht gut, ist meine Schuld. Wer hat den Moslem nach Deutschland geholt? Natürlich habe ich einen Turban und einen Bart und plan in der Hinterhofmoschee ein Attentat. Mein Terror ist berühmt, berüchtigt und wird angewandt. Dann ist Deutschland auch nicht mehr länger Abendland. Und als Orientale bin ich auch immer beleidigt. Bin der, der seine Ehre um jeden Preis verteidigt. Meine Frau, natürlich ist sie unterdrückt, sie ist doch nur dazu da, damit sie Kinder kriegt. Und das am besten im 9 Monate tak, bis sie mindestens 20 Kinder hat. Ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus Morien kommen. Dir geht's nicht gut, ist meine Schuld. Wir haben den Moslem nach Deutschland geholt. Bald scheint über Deutschland der Halbmond in der Nacht. Dann gib Acht, denn über Nacht wirst du zum Moslem gemacht. Und jetzt denkt ihr, dieser Moslem ist mal wieder beleidigt. Soll ich euch was sagen? Ich bin nicht einmal gläubig. Doch ich bleib in dieser Rolle. Ehrenwort und mache nächste Woche meinen nächsten Ehrenmord. Oder ich renne mit einer Waffe in die Schule und lauf amok, dann ist die gesamte deutsche Gesellschaft geschockt. Ach nee, machen es nicht, die deutschen Kids aus der Mittelschicht. Ups, jetzt bin ich auch noch deutschenfeindlich. Ich mache Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen. Dir geht's nicht gut, ist meine Schuld. Wer hat den Moslem nach Deutschland geholt?